liegt ein bisschen an meinem Purpose im Leben. Ich habe irgendwie vor, die Leute zu inspirieren, daran zu glauben, dass es nichts Unmögliches gibt, weil jeder das Potenzial hat. Und daher kommt auch meine Marathon-Story. Und ich habe tatsächlich daraus so eine Tradition gemacht und habe mir vorgenommen, jedes Jahr irgendeine Sportart, ein Sportevent zu absolvieren, ohne dafür zu trainieren. Ich habe mir dieses Jahr einen Triathlon vorgenommen. Okay. Also diese olympische kurze Distanz. Weil olympisch oder Sprint? Olympisch. Ja, diese 1,6 Kilometer. 1,5, okay, olympisch. Ja. Und ich hab dann mit Philipp drüber gesprochen und wir sind auch bei dem Thema Schwimmen gelandet, wo ich gesagt habe, für mich wird wahrscheinlich Schwimmen schwer, weil ich es einfach im Schwimmbecken lang, also ich kann kein Schwimmen trainieren, ne? Weil ich kann es auch nicht. Ne? Also genauso wie, ich schwimme dann da so ein bisschen vor mich hin, da versuche ich da irgendwie zu kraulen, aber es ist... Aber das ist ja das Spannende, ich würde ja zum Beispiel immer schon mal sagen, ich würde niemandem Brust empfehlen. Das ist die schwierigste Sportart, also von den vier, die schwierigste Disziplin und auch die anatomisch ungünstigste. Das heißt, wenn ich jetzt einen Triathlon machen würde, untrainiert, würdest du sagen? Nein, ich würde dir, wenn du es untrainiert machst, würde ich dir empfehlen, schwimm so, dass du 1,5 Kilometer durchkommst und dass du da nichts riskierst. Wenn du schwimmen lernen wollen würdest, würde ich immer sagen, fang mit Rücken oder Kraul an. Krass. Wir sind ein Land der Brustschwimmer. In USA und Australien ist das, die lachen uns aus. Es kommt aus der noch preußischen Tradition. Okay, krass. Du, ich finde, Kraulen sieht echt athletisch aus. Oder sieht echt, also es gibt so Dinge, die sehen richtig gut aus, wenn man die kann. Ne? Und Kraulen gehört irgendwie dazu. Ich würde nicht sagen, dass, also wenn man Brustschwimmen kann, ich würde auch sagen, ich kann es nicht gut, aber wenn man Brustschwimmen kann, dann sieht es auch gut aus. Aber es ist natürlich so, dass es halt, wie gesagt, es ist sehr anspruchsvoll. Man muss das Kognitiv gut drauf haben. Und das gelingt den meisten Leuten nicht. Mhm. Viele haben dann auch eine Schere, dass die Beinachsen nicht gerade sind. Und das ist ja alles nicht gut für die Gelenke. Auch wenn es im Wasser ist. Okay. Aber wenn wir schon mal bei diesen verschiedenen Sportarten innerhalb des Triathlons sind, schwimmen, Radfahren oder laufen? Mittlerweile keine Präferenz mehr. Also ich komme ursprünglich aus dem Schwimmsport. Früher habe ich immer Schwimmen gesagt. Eine Zeit lang war es das Laufen, weil Radfahren immer meine Schwäche war. Aber mittlerweile habe ich mich zu einem runden Athleten entwickelt, sage ich immer. Und das macht mir alles gleich viel Spaß. Gleich viel Spaß. Ja. Aber du bist ja auch Coach, beziehungsweise du hilfst ja auch Athleten. Da wäre jetzt die Frage, hast du mehr Lust am Coachen oder bist du immer noch heißer, wenn es darum geht, dann an der Linie zu stehen und den Wettkampf selber zu machen? Man muss es trennen. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, nur weil ich ein guter Athlet bin, bin ich ein guter Coach oder umgekehrt. Mhm. Und die Arbeit, die ich als Coach mache, die basiert auf, nennen wir es mal Philosophie. Also ich habe so gewisse Grundsätze, was ich mit Athleten mache, was ich nicht mache. Okay. Und als Athlet habe ich auch meine Trainerin, mit der ich dann auch das bequatschen muss, was ich mit meinen Athleten mache. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das sehr strikt trenne. Also es ist Athlet, ich bin mit Messern zwischen den Säbeln, Messern zwischen den Zähnen, Säbelwetzen an der Startlinie. Aber als Coach bin ich sehr ruhig, sehr neutral und sehr... ja, analytisch und immer darauf bedacht, dass den Leuten nichts passiert. Du, ich finde es super spannend, dass du gerade gesagt hast, dass das Dasein des Athleten hat eigentlich nichts damit zu tun, wie man ist als Coach. Ich bin immer super krass erstaunt, weil ich bin so ein kleiner Fußballfan, dass die besten Trainer der Welt tatsächlich nicht so auf der Weltbühne des Fußballs gespielt haben. Und ich frage mich dann immer, warum? Ich glaube, wenn du Coach aus Leidenschaft und mit Leib und Seele bist, und ich war ja auch schon Trainer, bevor ich dann wirklich auch Profiathlet geworden bin, dann ist das so ein bisschen was wie, nennen wir es mal Berufung. Und wenn jetzt ein Fußballtrainer einfach sagt, ich möchte ein guter Trainer werden, dann muss er natürlich das Spiel verstehen und er muss auch wissen, was er tut und wie sich das anfühlt, einen Ball zu kicken. Aber er muss nicht der weltbeste Freistoßschütze gewesen sein, um das zu können. Und ich glaube, das ist halt das, was man oft vergisst, dass halt ein Trainerberuf ja auch wirklich ein Beruf ist und da musst du andere Sachen machen, als auf dem Platz stehen. Ja? Die Spieler müssen technisch gut sein, der Trainer muss es nicht. Super spannend, ich habe das noch nie aus so einer Vogelperspektive gesehen, dass das beides ein Beruf ist, aber der Beruf an sich gar nichts miteinander zu tun hat. Ich finde es super spannend. Also ja, ich würde dir recht geben, es bedingt sich natürlich. Ich meine, der Trainer muss das Spiel verstehen und der Spieler muss wissen, was der Trainer von ihm möchte. Also es sind schon Elemente, die beide miteinander verbindet, aber theoretisch kann ich, wenn ich heute sage, ich möchte jetzt ein guter Bogensportcoach werden, dann habe ich heute keine Ahnung, aber kann in 5 Jahren ein Top-Coach sein. Ne? Absolut, ja. Du, jetzt haben wir irgendwie erst so einen Flying Start hingelegt und wahrscheinlich kennen dich ziemlich viele, aber hast du noch mal
Lust, so einen kurzen Sum-up über dich zu geben? Also, woher kommst du? Was magst du? Was magst du überhaupt nicht? Wer bist du eigentlich, Sebastian? Ich meine, sitzt hier. Wer bist du? Sebi, stelle ich mich mal vor. 32 aus Ingolstadt. Seit 2018 Triathlon-Profi. Schon viel länger als Schwimmtrainer und dann als Triathlon-Trainer aktiv. Mittlerweile aber auch als Management-Consultant aktiv, okay, weil Corona einfach mir die Möglichkeit gegeben hat. Ich liebe Sport und was ich überhaupt nicht mag, sind Pilze tatsächlich. Pilze? Ja. Obwohl doch Pilze, glaube ich, sind doch in der Ernährung, in der Sporternährung so... Oh, also ich kann sie gut weglassen. Ich kann sagen, ich hasse Pilze, ich mag diesen Geschmack nicht und so. Ja, ja, nee, geht gar nicht. Weil du gefragt hast, was ich nicht mag. Also ja, du dementsprechend absolut. Dementsprechend Pilze, ja. Pilze? Ja. Und was dann dein Lieblingsessen? Ich habe kein ausgewiesenes Lieblingsessen. Ich ernähre mich gesund, ausgewogen, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal einen Nutella löffel, aber ich habe kein Highlight-Essen. Hast kein Essen, okay. Du, immer wenn ich so ein bisschen an Leistungssport denke und Profi-Dasein, stelle ich mir immer die Frage, ob der Unterschied zwischen Profi-Sein und Nicht-Profi-Sein darin liegt, wie man mit Zeiten der Demotivation umgeht, also ob man... Wie man damit umgeht, wenn man jetzt nicht so im Flow ist. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt mal an einem Montag ausstehst und rausschaust und sagst, oh, eigentlich ist das jetzt heute nicht so mein Tag? Also ich würde dir prinzipiell recht geben, aber es ist ein großer Fallstrick dabei. Und ich glaube, da würde wahrscheinlich jeder Sportprofi oder ja, Profi in dem Kontext, egal ob es jetzt auch wahrscheinlich ein Musikspieler, der das professionell macht, würde wahrscheinlich immer sagen, er hat es ja mal angefangen, weil er es liebt, weil es ihm Spaß macht. Mhm. Und nicht, weil er darin eine Profession gesehen hat. Ist zumindest mein Glaube. So war es bei mir mit dem Sport. Und der Fallstrick ist natürlich, dass du als Profi davon leben willst und auch musst. Das heißt, du hast natürlich diese klassischen, ich nenne es Arbeitstage, wo du halt sagst, okay, es ist heute scheiß Wetter. Du musst trotzdem dein Ding abspulen. Aber die Gefahr ist halt, dass man dabei vergisst, worum es eigentlich geht und warum man es mal gemacht hat. Und deswegen ist es so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also ich meine, natürlich muss ich über Demotivationsphasen vielleicht anders drüber, als manchmal jetzt jemand, der es nur als Hobby macht. Aber ich sehe es mittlerweile sehr differenziert und sage, naja, lieber dann lasse ich es auch mal sein, weil bei aller Profession es muss und soll Spaß machen. Ne? Also würdest du sagen, so der innere Antrieb, so die Leidenschaft ist das, was dann... Was dir auch in so tiefen Phasen hinweg hilft? Ich sage immer, wenn mich heute jemand fragen würde, was willst du morgen in der Früh machen, dann sage ich einfach erstmal nur Sport. Also das muss noch nicht mal mit dem reinen Profi-Dasein verbunden sein. Ich könnte auch den ganzen Tag einfach vor mich hin trainieren. Ich könnte radeln, ich könnte rudern. Ja. Dann ist natürlich die Frage, wer bezahlt das oder wie setzt man das praktisch dann um. Aber das ist das, wo ich sage, das ist das Eigentliche. Und das hilft mir dann eben auch durch Phasen, wo die reine sportliche Motivation vielleicht mal fehlt. Wenn ich sage, okay, ich kann mich nicht motivieren, ich weiß nicht, wann der nächste Wettkampf kommt, aber ich kann trotzdem einfach Kraft aus dem ganzen Sport ziehen und weiß, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl am Ende des Tages. War das schon immer so? Warst du schon immer sportaffin? Also ich würde sagen, ja. Ich habe ganz früh schon irgendwelche Sportarten gemacht, habe immer mich auspowern wollen und habe immer schon gemerkt, irgendwie das taugt mir. Mir geht es dann auch nur sekundär um den Wettkampf. Ich möchte mich natürlich vergleichen, ich möchte Wettkämpfe machen, aber... Ja. An sich ist das Resultat gar nicht das Entscheidende, was mich motiviert, sondern es ist eigentlich dieser Prozess dahin, jeden Tag zu trainieren, besser zu werden, zu schauen, was kann man machen. Das ist eigentlich das, was mich antreibt. Ja, jetzt hast du ja gerade was von Vergleichen oder von Gewinnen erzählt. Wie gehst du eigentlich mit Leistungsdruck um? Also früher habe ich mir ganz viel Druck selber gemacht und dann war ich schwer verletzt und seitdem versuche ich das Ganze ein bisschen entspannter zu sehen, weil es gibt so viele Sachen, die kann man planen. Du kannst gut trainieren und am Ende des Tages kommt trotzdem Müll dabei raus und es kann auch genau andersrum laufen. Du hast nichts trainiert und bist eigentlich nicht in Form und es wird ein bombastisches Rennen. Also ich versuche mich wieder mehr darauf zu besinnen, eben was ich gerade gesagt habe, warum ich das mal angefangen habe, warum ich es wirklich machen will. Und dann ist der Druck natürlich immer da. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen 1500 Meter geschwommen, nur in Schwimmwettkampf und war trotzdem nervös wie vor einem Ironman. Ja. Aber ich versuche es nicht mehr so an mich ranzulassen. Okay. Ja. Du, das erinnert mich, ich will jetzt keine Halbwahrheiten erzählen, aber ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass Usain Bolt kurz bevor er zum Wettkampf geht und da in dem Startblock dann drin hockt, wurde er mal beobachtet und der macht ja super viel Flaxen davor. Ne? Und er läuft dann bei dem Publikum und macht da so seinen Spaß. Und ich glaube,
man hat mal analysiert, welchen Einfluss das auf seine Muskulatur hat. Und weil alle Kämpfer davor, die waren schon im Tunnel und wollten dann machen. Und er war so super relaxed und man irgendwie, man hat die Hypothese aufgestellt, hey, weil der Junge halt einfach so viel, sau viel Spaß hat, ist das so gut gelaufen. Kannst du dir das vorstellen? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich musste auch gerade schmunzeln, weil es gibt auch ein gutes Video, das ich mal auf Facebook gesehen habe, wo die Vorstart-Szenen von Usain Bolt abgebildet waren. Und das ist tatsächlich so, der hat immer mit den, stehen ja hinter den Startblöcken, stehen ja immer Schuhhalter oder so. Ja, und der hat da mit denen Witze gemacht und so. Und das halt vor dem olympischen Finale, wo du eigentlich denkst, naja, da stehen andere neben ihm, die scheißen sich in die Hose, soll ich so direkt sagen. Aber die haben wirklich Angst quasi, siehst du in den Augen. Und er ist halt einfach locker. Und ich glaube, so eine gewisse Lockerheit brauchst du auch einfach, um absolut Top-Performance abrufen zu können. Das geht mit Gewalt nicht. Du musst topfit sein, du musst auch dich mal richtig quälen können und dir mal einschenken können. Aber wenn die Lockerheit fehlt, dann wird es nicht funktionieren. Du, ich glaube auch, das ist ziemlich wahr, was du gesagt hast. Ich glaube, bei dem Prozess dahin bist du so all in und super diszipliniert, aber wirklich 10 Minuten davor, so, da bist du fit oder bist du halt nicht fit und dann vielleicht ist es gut, wenn man Spaß. Du kannst es eh nicht mehr ändern. Ja, ganz genau. Es ist so, wie es ist und dann hilft dir wahrscheinlich eine Lockerheit, das Ganze, nenn es mal Schicksal, so ein bisschen auch leichter anzunehmen, egal was dann am Ende rauskommt. Ja? Also ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall hilft. Was war denn dein persönliches olympisches Finale, also so dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg war Platz 4 beim Ironman in Barcelona 2018. Wow. Das war meine erste Profisaison, da war ich schon 11. bei der Challenge Rot. Ja. War schon ein gutes Rennen und dann habe ich aber... Und das war dann mein eigentlich olympisches Finale, habe ich in Barcelona. Ich bin, glaube ich, als 23. nach dem Radfahren losgelaufen und bin noch bis auf Platz 4 gelaufen mit einem richtig, richtig guten Marathon. Und das war auch so bis heute wahrscheinlich meine sportlich beste Leistung in dem Wettkampf. Weil das war wirklich mein bisheriges Meisterstück. Ich sage immer, ich habe noch nicht mein bestes Rennen gezeigt. Also ich glaube, ich kann noch mehr. Ja. Aber das war schon eine richtig, richtig coole Leistung. Würdest du sagen, das Älterwerden in Anführungszeichen hilft dir dabei, weil du Erfahrungen sammelst und besser mit den Situationen umgehen kannst? Oder weil man sagt ja auch, beim Fußball geht es so ein gutes Fußballeralter, ist jetzt nicht unbedingt 23, 24, 25. Ja. Würdest du sagen, es gibt es beim Triathlon auch? Also gibt es auf jeden Fall und da bin ich noch gar nicht. Also wenn man vom Langdistanz-Triathlon redet, habe ich noch ein paar Jahre Zeit. Wenn man von dem biologischen Alter redet, ich musste deswegen gerade so lachen, weil bei mir war es tatsächlich nicht das Alter, sondern halt eben die schwere Verletzung, die mich da halt hat echt umdenken lassen, wo ich sage, da hat sich vieles wieder relativiert, weil da war es dann eben so, dass ich gesagt habe, der Arzt hat mir gesagt, wenn Sie so weitermachen, dann machen Sie, wenn es blöd läuft, nie wieder Sport. Und da war ich dann so, okay, stopp, jetzt muss ich Sachen ändern, weil sonst, egal ob ich Profi bin oder nicht, ich möchte mein Leben lang Sport machen, das brauche ich und das will ich auch. Und das war das bei mir. Gar nicht die Haare, die ich dann weiser geworden bin, sondern ein MRT-Bild. Krass. Ja. Du hast vorhin in der Intro gesagt, dass du gewisse Werte hast, was du Athleten mitgeben möchtest, wenn du die coachst und was nicht. Was versteckt sich dahinter? Das Allerwichtigste, was bei jedem Coaching fast immer zu kurz kommt, ist der Spaß. Ich erlebe das immer wieder, dass die Leute mit ganz ambitionierten Zielen zu mir kommen und irgendwann so verbissen und verkopft werden. Und ich dann immer wieder sage, ja, macht euch das eigentlich Spaß, was ihr da tut? Und das Zweite, was auch extrem zu kurz kommt, ist das Thema Gefühl. Also ich sage den Leuten immer wieder, hört auf euren Körper, schaut, was euch der Körper als Signal gibt und schaut nicht immer nur, weil ich zum Beispiel als Beispiel sage, ich schreibe auf 10 Kilometer in 60 Minuten. Dann wird es einfach ums Verrecken gelaufen. Ja? Also die Leute ziehen das bis zum Letzten durch, obwohl sie einfach zum Beispiel platt sind, obwohl sie viel zu viel gearbeitet haben, gestresst oder sogar krank sind. Und dann denke ich mir so, ja, warum? Warum? Es muss nicht sein. Hör auf deinen Körper, hör auf dein Gefühl und der sagt dir schon, was wichtig ist. Und da versuche ich seit Jahren mit wirklich Engelszungen die Leute dazu immer zu überreden, da mehr Mut zu haben, das zu machen. Und ansonsten bin ich einfach ein sehr konservativer Trainer, der immer 10% weniger aufschreibt, als es gehen würde. Weil mir halt da die Erfahrung gezeigt hat, lieber so 2-3% untertrainiert, als 1% drüber. Der Körper verzeiht auf Dauer nichts. Okay. Also würdest du auch deinen Athleten immer mitgeben, auf so den eigenen Instinkt zu hören? Unbedingt. Also Gefühl, Instinkt, wir können das jetzt nennen, wie wir wollen, das sind nur andere Begrifflichkeiten, aber wenn du in der Früh aufwachst und ehrlich zu dir bist und in dich reinhörst, hey, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich gerade, dann weißt du relativ genau, was heute geht und nicht. Und nimmst du das auch in dein Management-Consulting mit? Also ich habe jetzt da noch nicht so viel Erfahrung, weil ich halt einfach noch nicht lange dabei bin, aber ich würde tatsächlich sagen, dass mir das auf jeden Fall hilft. Also es ist natürlich immer schwierig, das dann in so eine Situation zu übertragen, aber auch da sage ich halt oft mal, in dem ersten Projekt, das ich jetzt groß betreuen durfte, habe ich gesagt,
naja, ihr schickt mir das jetzt so, ihr wollt es so haben, überlegt euch doch mal, könnte man es auch so machen? Wie würde es sich anfühlen, wenn das vielleicht jetzt ein Läufer sieht? Und da versuche ich auch mal so ein bisschen die Coaching-Elemente mit reinzunehmen. Okay. Jetzt gar nicht um diese Philosophie direkt, aber das würde ich sagen, hilft schon bei der Aufgabe. Ja. Du, wir haben noch ein bisschen Zeit. Lass uns mal bei Instinkt bleiben. Wir haben ja heute Bogenschießen gemacht. hat ja, glaube ich, auch das eine oder andere mit Instinkt zu tun. Wie waren so deine ersten Schritte heute beim Bogenschießen? Also es war super spannend. Wir haben ja heute schon mehrfach darüber geredet, dass ich am Anfang, ich würde einfach mal sagen, neugierig bis skeptisch war. Ja, okay. So ein Mittelding, weil ich halt einfach überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Bogen in der Hand gehabt und ich konnte nicht einschätzen, was das Ganze wird. Und dann haben wir eine Einführung bekommen und es war relativ gut und das fand ich auch wirklich gut, dass es dann relativ schnell geheißen hat, jetzt mach, hier, nimm den Bogen und mach. Ja. Und ich glaube, wenn du halt, also ich habe jetzt lange nicht mehr das Gefühl gehabt, aber wenn du halt was Neues machst oder was Neues ausprobierst, dann willst du natürlich erstmal immer versuchen, auf irgendwelche bekannten Sachen zurückzugreifen. Das konnte ich nicht. Ja. Dann habe ich erstmal, weiß ich nicht, 4, 5 Pfeile drüber oder daneben gedeppert und dann habe ich mir gedacht, naja gut, tatsächlich, ich muss jetzt da einfach versuchen, irgendwie einen Zugang zu finden. Und das ist genau dieses, ja, Gefühl, Instinkt. Und dann war tatsächlich auch einer mal, wo ich heute gesagt habe, da war ich sogar im Gelben und dann ganz, und da habe ich nicht mehr nachgedacht, wo muss ich jetzt hinschießen oder wie sieht das aus, sondern es war wirklich so ein bisschen, ja, okay, ein bisschen runter und dann zack, loslassen und dann ging's. Stimmt, du hast heute den besten Schuss gemacht. Ich glaube tatsächlich, ne? Nee, tatsächlich, ja, absolut. Ja, das freut mich jetzt natürlich wieder als Sportler, weil da haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Das ist halt, das hat, nach dem dritten Schuss hat es mein Sportler-Ego gekratzt und mein Ehrgeiz geweckt. Weil das natürlich so, du kannst es nicht, du schießt daneben und denkst so, das kann nicht sein. Ja, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Genau. Ne? Ja. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also wir haben ja heute, es hieß ja, glaube ich, auch Schießen nach Instinkt oder nach Gefühl. Ja. Und das war wirklich so, wenn du nachdenkst, dann ist eigentlich schon wieder ein Schritt zu viel. Und wenn du jetzt, ich meine, du hast extrem viel Erfahrung im Triathlon, würdest du sagen, Bogensport und Triathlon gehen eher Hand in Hand? Oder würdest du sagen, da gibt es so eine wahnsinnige Schere? Also was man natürlich überhaupt nicht vergleichen kann, ist die Sportart an sich. Ich meine, beim Triathlon, wenn wir jetzt von der Langdistanz reden, dann musst du 8 Stunden Ausdauerleistung bringen. Das ist jetzt beim Bogensport natürlich anders, weil das Herz-Kreislauf-System natürlich nicht belastet ist. Aber ich bin mittlerweile auch in meinem eigenen Athletendasein ein ganz großer Fan davon. Nur weil ich Triathlon mache, heißt es ja nicht, dass mir nicht Bogenschießen zum Beispiel auch was bringen kann oder zu rudern oder mal irgendwas mit Apnoe-Training, was ich heute auch erzählt habe. Und ich glaube schon, und das habe ich jetzt gemerkt, dass das halt eine Art sein kann, wie man zum Beispiel von seinem eigenen Tunnel, Triathlon-Training, auch mal runter oder wegkommen kann. Und ich glaube, dass das auch ein Schlüssel dazu sein kann, einfach ein besserer Athlet zu werden. Das heißt, das Potenzial, was du im Bogensport für andere Profisportler siehst, ist die Möglichkeit, auf eine spielerische Art und Weise den Kopf auszuschalten? Auf jeden Fall, aber ich sehe halt auch, also nicht nur das, ich sehe da eigentlich noch viel mehr. Du hast eine Möglichkeit, einen neuen Reiz zu setzen, wenn du es nicht kennst. Du forderst dich kognitiv. Ja? Ja. Es ist ein super Regenerationstraining. Du musst auch muskulär arbeiten. Also ich meine, ich habe dann schon irgendwann gemerkt, so, das wird nicht mehr so leicht, den Bogen zu spannen. Ja. Und hier ist dann schon irgendwann die Hand am Zittern. Also das hat viele Aspekte, wo, glaube ich, auf vielfältige Art und Weise auch verschiedenste Sportarten von profitieren können. Und das ist halt auch immer das, warum ich auch dann gesagt habe, ich bin sofort dabei bei so einem Projekt, weil ich glaube, man müsste viel mehr Sportarten verknüpfen und mehr interagieren und da einfach nicht immer gleich sagen, nur weil ich Triathlon mache, was soll ich mit Bogensport? Ja. Du, lass uns versuchen, mal an der Nuss zu knacken. Wie könnte man den Triathlon mit Bogensport verbinden? Also was ich mir zum Beispiel gerade ist natürlich die Frage, wann man Kinder an den Bogen lässt, das weiß ich tatsächlich nicht, aber im jugendlichen Alter gut vorstellen kann, ist, dass man einfach sagt, gut, man macht zum Beispiel, baut das Bogensport einfach mal in ein Training mit ein. Wenn man jetzt im Wettkampf ist natürlich klar, der Triathlon ist definiert, das Schwimmrad von Laufen, aber in einem Trainingslager, die Kids kriegen eine Einweisung und können zum Beispiel müssen mal schnell laufen und müssen dann mal stoppen und mal an den Bogen stehen und schauen, wie viel treffe ich überhaupt noch, ja. Ah, interessant. Also einfach, nehmen wir mal als Trainingsmittel, weil ich ja als Coach immer auch mal so denke. Ich kann es mir genauso gut vorstellen, dass man das zum Beispiel alle paar Wochen einfach mal als wirklich Coaching-Einheit mit einbaut, dass man sagt, ich mache heute gezielt als Training eine Bogensporteinheit. Ich habe einfach was, wo ich mich konzentrieren muss, wo ich bei mir bin, wo ich vielleicht auch im Idealfall draußen bin, bei schönem Wetter.
Und sowas lässt sich auf jeden Fall in den Trainingsplan integrieren. Du, super spannend. Ich glaube, wir sollten da wirklich dranbleiben. Wir von Baerbock kriegen tatsächlich regelmäßig Anfragen von professionellen Fußballvereinen, die das mit ihren Spielern machen wollen, weil die Chance erhöhen wollen, dass wenn die zum Beispiel einen Elfmeter schießen, und ich denke da so an wirklich so einen kritischen Elfmeter, ne? Ja. Dass die trotzdem die Fähigkeit haben, den Rest so ein bisschen auszublenden, weil die schießen wahrscheinlich hunderte Mal in den Elfmetern. Eigentlich haben die dabei gar keinen Stress. Vielleicht können wir mal so ein praktisches Projekt mit einem Triathlet machen. Das Spannende ist ja, und ich auch da wieder, du kannst ja in jeder Sportart wieder verschiedenste Sachen spielen. Ich meine, beim Fußballer kann das ein Aspekt sein, aber es kann ja auch einfach sein, hey, meine Mannschaft ist ein bisschen zerstritten, ich mache mal ein Team-Event und nutze zum Beispiel Bogensport als kleine Challenge oder als kleine Auflockerung. Also es gibt ja ganz viele Sachen, und das ist halt immer das, was ich so schön finde, wenn man solche Möglichkeiten mal bekommt, dass man einfach sich nicht einschränken sollte, sondern in alle Richtungen erstmal denken sollte. Du, wenn wir zum Schluss kommen, wir haben ja vorhin kurz über Gehälter im Profisport an sich, und wir haben da ja irgendwie in Deutschland, in der Welt so ein massives Ungleichgewicht, viele konzentriert sich auf wenige Sportarten. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was du so der Welt des Sportes wünschen könntest, was wäre das für einer? Also für die Welt des Sportes würde ich mir erstmal wünschen, dass Sport immer fair ist, dass Sport immer in seiner Essenz das bleibt, was es in seiner Essenz ist, nämlich einfach eine oder für mich die beste Art und Weise, seine Zeit zu verbringen, alleine oder mit anderen Menschen. Vielleicht, wenn ich es kurz ausführen darf, was meine ich damit? Fair bleiben, da fallen so Gehaltssachen für mich mit rein. Fallen auch in Sportarten, wo es immer noch Gender Gaps gibt, in den Preisgeldern. Da fällt für mich mit rein, dass ja auch viel beschissen wird im Sport, auch im Profisport, dass viel gedopt wird und so. Das heißt aber für mich auch, dass ich sage, es darf sportlichen Wettkampf geben, aber es muss immer in einem gesitteten Rahmen zugehen. Also ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, von so Fan-Hass-Beziehungen, wo dann so Schlägereien wegen einer Fußballmannschaft angefangen werden. Also ich würde mir einfach wünschen, dass Sport wirklich, so dieser olympische Gedanke, wenn man so will, dass das gelebt wird und einfach wirklich verbindet. Weil wenn du heute rausgehst und sagst, du triffst einen anderen Läufer, du kannst dich immer unterhalten, auch wenn du dich nicht kennst. Wahnsinn. Oder einen anderen Sportler. Das geht immer, das ist immer ein verknüpfendes Element. Und das wäre so mein Wunsch, dass das wirklich wieder viel mehr gelebt wird und man eigentlich nicht so immer nur auf dieses Kommerz und Leistungsvergleich und so geht. Du, ich finde gerade der Fairness-Gedanke ist eigentlich ein schöner Gedanke für die Welt. Natürlich, das ist für alles wichtig. Und der Sport ist ja immer ein schönes, ist ja ein Medium, der kann das transportieren und kann es in die Welt tragen. Ja. Okay, cool. Du, letzte Frage, wo sehen wir dich als nächstes? Bei welchem sportlichen Event? Sehr gute Frage. Wenn alles gut geht, am 20. Juni in Danzig bei der Challenge Mitteldistanz. Wenn das nicht stattfinden kann, dann die Woche drauf hoffentlich in Dänemark. Also einen von beiden Wettkämpfen werde ich machen und dann irgendwann hoffentlich im Spätsommer das erste Ironman-Rennen. Dann werden wir dir Best Case dieses Jahr zweimal die Daumen drücken. Hoffentlich noch ein bisschen öfter. Also wenn diese zwei Events kommen und dann sehen wir dich wahrscheinlich auf dem Podest. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und bleib gesund, oder? Bleib fit. Das ist das Wichtigste, gesund und verletzungsfrei. Alles klar. Gut. Servus.